Ich hab's verkackt mal wieder. Ich bin gerade dabei, ein Problem zu lösen. Was ist schiefgelaufen? Naja, wir haben von einem Bestandskunden, von einem echt wichtigen Bestandskunden, mit dem wir auch gerade die Preisverhandlung führen, ein neues Projekt aufgemacht bekommen. In dem Projekt haben wir einen Pilot gemacht. Wir haben total verkackt. Mal abgesehen vom Inhaltlichen, wieso und warum. Rein strategisch gesehen haben wir verkackt, weil ich verkackt habe, weil ich das Team nicht so weit enabled und aufgesetzt habe, dass sie tatsächlich dazu in der Lage gewesen wären, das zu leisten, was gefragt war. Und ich habe verkackt, weil ich mich zu schnell herausgezogen habe und dadurch die Leute nach bestem Wissen und Gewissen das Projekt umgesetzt haben oder das Pilotprojekt und das nicht funktioniert hat. Und das ist ziemlich scheiße, weil eigentlich ist es ein Riesenpotenzial und im Endeffekt haben wir auch gestern direkt das Nein bekommen zu diesem Projekt. Naja, wir haben jetzt im Endeffekt, Leo hat mir gestern sehr viel geholfen. Ich war im Zug, ich war auf dem Termin mit Anni unterwegs und auf der Rückfahrt habe ich dann angefangen, mich um diese Herausforderung, um dieses Kackproblem ja eigentlich zu kümmern. Und da versuchen wir jetzt gerade auf der einen Seite eine neue Kapazität zu schaffen, da hilft mir Leo. Und auf der anderen Seite werde ich halt heute jetzt, sobald Money da ist, mit dem Kunden reden, beziehungsweise erstmal mailen und dann hoffen, dass wir so schnell wie möglich ein Gespräch finden, uns entschuldigen, transparent darlegen, wie und wieso wir diese Fehler gemacht haben und einfach um eine zweite Chance bitten, weil wir ja beim Kunden eigentlich, also in den anderen Projekten, wirklich seit Jahren mega geil abliefern und jetzt hier an dieser Stelle halt schissenerweise verkackt haben. Und hoffentlich kriegen wir das Ding noch rumgerissen. Warum ist dieses Projekt mega wichtig für uns? Weil es riesig ist, weil es langfristig ist, weil es ein super CLV für uns hat, eine gute Marge erwirtschaften könnte und wir am Ende ein super, super geiles Projekt haben, das uns vor allem weiterbringt. Ich möchte jetzt an der Stelle nicht zu viel erzählen, aber das uns einfach weiterbringt, weil es ein neues Leistungsgebiet aufmacht, weil wir lernen, weil es uns einen Schub im Business Development geben könnte und weil es halt mega geil ist am Ende einfach. Und das haben wir jetzt auf die ich habe es mega, mega leicht genommen. Dadurch war ich mir irgendwie zu sicher, dadurch habe ich zu wenig Kontrolle ausgeübt dort und die Fehler sind passiert, sollen ja auch passieren. Nur an der Stelle hätte eigentlich kein Fehler passieren dürfen, dafür hätte ich sorgen müssen und das ist verkackt. Heute gehen wir jetzt so schnell wie möglich in die Offensive, was das Projekt angeht und ich hoffe, dass wir die nochmal gewinnen für den zweiten Pilotlauf und im zweiten Pilotlauf werden wir dann zu 100% abliefern müssen. Update folgt.